Hallo Twitch. Okay. Ja, dann kannst du jetzt den Kampf beginnen. Alles klar. Möchtest du kommentieren oder soll ich das machen? Mach du mal ruhig. Ich vertraue dir da mehr. Soll ich mich da muten Ja, dann oder deff dich am besten auch. wie? Okay. Oh, jetzt hast du dein Handy umgeschmissen. Guck, dass du das genauso hinstellst, wie das gerade war. Sonst muss ich hier nochmal alles umbauen, okay? Ja, ist okay, kannst du. Okay, GG, euch beiden viel Erfolg. Let's go. Schöner Fight, schöner Fight. Wir können auch, wenn Philipp gemutet ist und Olli nicht alleine kommentieren will, zusammen Ja, reden. auf Das jeden fand ich auch Fall. ganz lustig letztes Mal. Können wir gerne machen. Okay, Philipp hat hier jetzt schon einen Knackrack. Oh, na toll, Philipp. Jetzt ist das Bild weg. Wie geil. Hier schon Knackrack, Galar, Arktos. Ich kenne ja sein Team. Er spielt gegen Aquana. Ist es Ricky? Psyana? Ditto und Tor-Lucha, okay. Ach stimmt, er hatte ja das Tryhard Ricky Lucha Duo. Hey Nils, machst du den Ehren Nils und schreibst die Kills mit? Hab gerade keinen Zettel parat. Ja, Dann schreib doch auf deinem Arm. Nein, Spaß, dann schreibe ich mit. Ehrung. ja, macht ihr das mal. Ich muss nicht mal ein bisschen gen. Ich bin eventuell unkonzentriert. Okay, jetzt geht los. Henning, du spielst ja nächsten Spieltag gegen Philipp, also gegen die Nidokings. Denkst du, du kannst dir hier in dem Kampf seine Taktik vielleicht ein bisschen abschauen und deswegen Vorteil bekommen? Oh. Ja, ich muss deshalb natürlich jetzt ganz Wir genau müssen neu aufpassen, was starten. Ich mich habe da aus Versehen erwarten noch zwei könnte. Pokémon ausgewählt. Ach, Okay, das Junge. ist natürlich eine gewagte Strategie. Mal gucken, ob er das gegen mich auch macht. Gewagte Ach, Strategie. Philipp! Boah, Junge. GG, ja, würde ich sagen, schneller Kampf. Alles klar, dann sind Alex und ich jetzt dran. Oh. Oh, ja. Die Siegerkarte erhalten. Boah, Junge. Hammer, Philipp. Alles klar. Gleiche Leads. Hallo. Ja, gleiche Ja, my Leads. bad. Okay. Hammer. Alter, Sehr schön. klasse ist. Sehr, sehr stark. Fantastisch, ja. Passiert im Besten. Mal sehen, ob sich das für ihn auszahlt. Das war alles nur ein Verwirrungsmanöver. Also nur, dass ihr wisst, ich bin gerade wieder gejoint, ne? Ja. Pokémon oder so. Ich hatte das schon mal erfahren, dass Kaburiki Elektro als Fähigkeit hat. Nee, Das hätte er sonst nicht gehabt. ich habe nur zwei Pokémon ausgewählt aus Versehen. Ach ne, okay, geil. Also gleich, Jonas, gleich wieder gleiche Leads. Ja, hab ich mitbekommen. Sorry, Genau. Alter. Ja, ach, kenn ich. Oh, hätte ich auch so gespielt, so hätte ich genommen. Das Weil, glaube ich dir. Ja, ich meine, du weißt ja jetzt mein Team, also ist egal. ja. Passt schon. Gleiche Leads. Ja, gut, dann bis später. Jo. Jo. Die Kamera. Philipp. Ah, erstmal hi Malte. Malte ist im Chat. Jetzt bin ich nicht. Ich filme, zeige nur das, was Philipp hier im Discord streamt. Und ja. Aber ich spiele direkt danach. Also du kannst dranbleiben, dann siehst du zwei sehr gute Pokémon-Kämpfe direkt hintereinander. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ich sage, Philipps Spitznamen-Game ist schon stark, Jo. wenn man es lang gesehen hat. Stimmt. Ah, Malte hat gleich Training, mies. Malte, du kannst eh kein Basketball, lass es einfach. Du kannst lieber hier zugucken. Natürlich wieder Lied. Also, der Lied ist halt richtig gut für Philipp. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Wobei wahrscheinlich Ricky schneller ist und mit einem Feen. Wie heißt das? Dazzling Gleam, wie heißt das auf Deutsch? Mit einem Feenhauch oder so? Sonnenschein. Ja. Zauberschein Garchomp rausnehmen könnte.
Ah, fuck. 1, 9. Mhm. Wo du recht hast. Nice. Geht in Morgis raus. Und Ricky haut einen Zauberschein raus. Er ist natürlich jetzt ganz gut für Philipp, dieses Matchup. Dann muss Ricky rausgehen. Wahrscheinlich mit einem U-Turn, kann ich mir vorstellen. Voltwechsel wäre gewagt. Aber geht hart raus. Dann ist er vielleicht gescarft oder gespext. Krasser Move mit Psyana. Wobei Pilzspore auch sonst nicht funktioniert hätte, weil man im Elektrofeld nicht einschlafen kann. Ja, das habe ich ihm auch noch gesagt. Ach so. Eigentlich. Tatsächlich ziemlich gut für den Gegner gegen Unsasser. Philipp panickt. Was auch noch ein Problem mit Philipps Erholung werden könnte auf Knackerk. Das stimmt. Colmat ist immer gefährlich. Der hat schon so einige Kämpfe 6-0 beendet. Klar. Ich mach mal Musik an für den Stream, das ist bestimmt ganz schön. Nicht diese Musik, die ist Copyright geschützt. Ja, kommentiert mal ein bisschen, was los mit euch. Ihr seid ganz still. Ja, das Psyana ist relativ scary jetzt, ne? Für den Philipp. Plus 2. Plus 3, sorry. Ich glaube, da wird das Muramura jetzt auch nicht viel gegen machen können, oder? Na, mal gucken. Hat Psyana was, was gut dagegen ist? Vielleicht ein Flammenwurf. Was ist Muramura? Gesteinstahl. Stahl? Stahl, okay. Mhm. Ich meine, er hat zumindest hier Soulbiss. Das stimmt, das heißt, er wird auf jeden Fall noch ein bisschen mehr tanken. Aber plus 2 Psyana ist halt nicht schlecht. Ne, der ist schon plus 3. Der ist schon plus 3 sogar, okay. Mal gucken. Wäre natürlich jetzt ein Ding, wenn Philipp hier einfach 6-0 gesweept wird, aber das muss ja halt doch erstmal passieren. Auf welchen Move hat Philipp jetzt gedrückt? Ich hab's gar nicht gesehen. Auch nicht, muss ich ehrlich gestehen. Okay, ich bin trotzdem sicher, dass es ein guter Move war. Hoffen wir es, ne? So, Philipp. Plus 4. Okay. Der geht bis auf plus 6 hoch, der Junge. Was hat Philipp gemacht? Ich hab's leider nicht gesehen. Da ist jetzt ja wahrscheinlich dran, ne? Pyroball oder so? Geht auf den Pyroball. Ob es ja noch so... Ja. Das war wasted. Ein bisschen zu greedy. Ist der physisch gewesen? Der... Pyroball? Ja, ist physisch. Ah. Ja, gut. Der ist dann blöd gelaufen, ne? Ich dachte, dieser Steinhaufen wäre nur komplett defensiv, muss ich sagen. Ja, aber der hat auch einen ganz guten Offensivwert. Außerdem ist halt, der spielt Body Press. Das bedeutet, dass einfach sein Defensivwert genutzt wird für den Angriff. Außerdem wiegt der viel. Das ist halt komplett krank.
Ja, guter Weg zu hören. Ja. Geht Gyroball über das langsam. Nicht über die Init? Das geht, nee, über die Init. Gyroball geht über die Gyroball geht über die Init. Aber du kannst auf dem ja diese ganzen Attacken spielen. Mhm. Ich bin gespannt, ob er nicht einfach drin bleibt, weil ich glaube auch nicht, dass Ricky den Momon hinten kann. Das denke ich auch nicht. Oh, geht doch, drückt ja, wieder raus. Boah, okay. Damage. Das ist auch ordentlicher Schaden gegen eine Offensivfessel. Ich meine, der ist gespaxed. Ja. Ja, der ist auf jeden Fall gespaxed. Kann Philipp uns eigentlich hören? Nee, er hat sich gedefft. Sehr gut. Gastrodon. Bollenhelm. Regeten? Ah, nee, doch nicht. Doch nicht in Morgis. Ja, doch nicht in Hutsas, aber knapp. Regeten Little Arctos, okay. Hm. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, warum der einen Wahlschall auf dem Kizaraktor spielt und Bizarro-Raum. Hat der einen Wahlschall auf dem Arctos? Hm. Oh. Der ist ja, glaube ich, auch schon ziemlich schnell, ne? Das geht. Aber so um die 100, hätte ich jetzt geschätzt. Ja, kommt hin. Aber das sind ja die besten Scarf-User eigentlich. Mhm. Ja, ciao, Malte. Viel Spaß beim Training. Vielleicht braucht er ja keinen anderen. Der Drop ist tatsächlich relativ wichtig. Vielleicht jo, braucht er ja keinen anderen Move und dachte, dann kann er nochmal für Muramura Bizarro mitnehmen. Ja. Ja, wahrscheinlich, ne? Kann auch sein, dass der genockt wird oder so. Stimmt. Der Drop macht jetzt tatsächlich einen ziemlichen Unterschied. Jetzt kann er sich nicht einfach gegenhalten. Ja. Ja. Stimmt. Wird er wahrscheinlich sogar direkt gekillt, ne? Aber jetzt geht auch Zigarre 69 wahrscheinlich raus, ne? Kann sein. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ist ja schon eine Roll, ob er ihn jetzt rausnimmt oder nicht. Ja, guck. Was war noch so in dem Team? Ich habe mir jetzt gar nicht gemerkt am Anfang. Außer Ricky. Ich find's toll, dass er jeden seiner Pokémon Nice genannt hat. Die heißen alle Nice? Ja, ja, weil er 69% halt hat. Nice. Oh. Und jetzt kommt der Scarf rein. Und er ja, weiß der könnte jetzt noch überraschend kommen. Ja, er weiß ja wahrscheinlich nicht, dass sein Arctos gescarft ist. Also, Jakob. Heißt er Jakob? Ich bin ja mir gerade unsicher. Jakob. Nee, Jonas, oder? Jakob! Klassischer Jakob. Ich glaube, er ist okay. Okay. Also, okay, Kill für Arctos. Arctos. Sehr schön. Ja. Little Arctos. Philipp hat mir gesagt, das ist eigentlich Lila. Das Elektrofeld weg. Mhm. Und das heißt, jetzt kann er seine Erholung auf Garchomp vernünftig spielen. Also nicht vernünftig, jetzt kann er die überhaupt nicht. Auch Sadero muss im Grunde ja jetzt schon bald reinkommen. Ja. Außer der spielt irgendein anderes Set als Elektrosam. Er bleibt drin mit Lil Arctos. Er sagt wahrscheinlich einfach, mehr sollst du mir gar nicht hier machen. Ja, umso mehr Chip, desto besser wahrscheinlich, ne? Noch schon wieder der Drop. Boah, der Drop frech. Ist eklig, Alter. Zwei Drops und beide auf seinen Tank. Muss man das mal verkraften. Ich bin gerne reinmal gespannt. Aber er stirbt, glaube ich, jetzt gleich am Toxin oder jetzt schon? Ne, gleich erst. Ja. Ich weiß nicht, ob er sich den vielleicht noch hätte aufheben können vorher. So als Antwort gegen Resladero, je nachdem, was da noch kommt. Aber scheint schon einen Plan zu haben. Iris Adero hatte eine Antwort. Okay. Ja, dann war es wahrscheinlich wirklich nur der Job, das Capo jetzt hier rauszunehmen. Ja. Mit dem Wahlschal, um halt den Überraschungsmoment zu haben.
Okay, Gastrodon mit dem Kill, ne? Mit dem Toxic Kill. Ja. Ja. Und da geht schon eine Mogis rein. Der hat natürlich ein gutes Matchup, ne? Jetzt kann er auch die Bildspore drücken, oder? Ja, gerade auch mit dem Job ist das ziemlich gut. So, da will jetzt erstmal nichts rein. Mal schauen, was er macht. Also er muss auf jeden Fall rausgehen. Ich denke, ich kann mir vorstellen, dass er in Holucha geht. Also ich, so oder so wäre jetzt hier, glaube ich, Pilzspore der Play. Er überlegt lange. Er scheint nicht die richtige Antwort zu haben oder zu finden. Er geht raus in Nice. Das müsste nice. Holucha sein, okay. Holucha, okay. Die Pilzspore kommt durch. Sehr nice. Also natürlich gut für Philipp. Ich bin ja unvoreingenommen. Ich als Kommentator. Okay, was will er mit Murabucha dagegen machen? Frag ich mich gerade auch. Das war, glaube ich, ein Missklick. Also das kann ich mir anders nicht vorstellen. Aber wenn der aufwacht und nur Kampfattacken drückt, ist der doch sowas von tot. Ah, der hat seinen Headbutt da drauf, okay. Okay. Ich muss jetzt halt Glück haben, dass er nochmal länger schläft. Oder er geht raus. Jetzt kann er eigentlich auch wieder in Gastrodon. Ja, da ist er. Der sein Kopfschuss kommt der durch. Der sollte nicht allzu viel machen, oder? Ja. Ja. Oh. Auch noch Bäume schaden. Miese Brise. Ja, Philipp muss jetzt rausgehen, das ist klar. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt wieder auf Wrestler Dero Double switcht, um die Schlafrunde zu bekommen. Ja, zumindest, glaube ich, ein ganz guter Play. Ja, da geht er so. Ja, halt sie. Ja, ist auch ganz nett, ne, auf so den Tank wieder hochzuheilen. Das Gastrodon ist bislang echt stark. Steht da einfach rum. Ja, ich habe letzte Season habe ich eins mit Solarstrahl jetzt gekillt, das war cool. Okay. Mit Bisa Flow oder was? Ne, mit Magbrand. Ja. In der Sonne oder mit dem Item? Mit dem Item. Stark. Oh, das ist echt cool. Das war ziemlich überraschend für meinen Gegner. Ja, glaube ich. Gegen wen hast du das gemacht? Gegen Patrick, den Absteiger. Ah, okay. Ja, dann. No disrespect natürlich. War ja nur ein Spaß. Ich muss erstmal selber einen Kampf gewinnen. Ich darf eigentlich gar nichts sagen. Echt mal. Ganz am Ende der Tabelle. Ja, der allerletzte. Nee, ich bin nur der vorletzte, glaube ich, wenn mein Team mit A anfängt. Ja. Das Alphabet macht mich zum Tabellenletzten. Sturmwirk, habt ihr das gesehen? Ja. Ein bisschen unlucky für Philipp, also hätte man eventuell mit rechnen können. Also auf kurz und lang, so muss einer von beiden raus. Ich tendiere eher zu Philipp, man sieht doch ganz anders aus, ne? Ja. Toxin ist wohl so ein Tank nicht so cool. Wird nicht viel machen. Aber doch. War nicht so schlecht, ne? Aber jetzt Hutsasa, glaube ich, nicht so die ganz krassen Werte, ne? Ja, er wird aber auf jeden Fall rausgehen. Er kann mit Gastrodon nicht da drin bleiben. Er wird jetzt wieder in Holucha gehen, ist mein Tipp. Ja. Deswegen, da sollte Philipp jetzt noch vorbereitet sein. Er geht trotzdem da rein. Ist okay. Einfach vielleicht, um sich ein bisschen gegenzuhalten, so. Aber das wird nichts machen wahrscheinlich, oder? Ja. Knapp 20%. Oh, das war sogar ein Crit. Gecritted. Wow. Frech. Du
Weiß jemand, was diese Normalattacke da ist? Ich kann das nicht lesen. Ich auch nicht. Ich hab's grad nicht gesehen. Kann das nicht lesen. Mach ich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es Genesung ist. Uff, noch, noch ein Crit. Langsam wird's eklig, Philipp. Ja. Vor allem, weil er auch noch mal die Sleep... Ach, der lebt sogar noch. Krass, ich dachte, er wäre gestorben. Jetzt könnte er auch sagen, und tut es rausnehmen mit dem Crit. Wie wär's? Dann tötet er sich wahrscheinlich selber mit Sturzflug. Wahrscheinlich. Ja, Akrobatik, aber der hat sein Item noch, ne? Ach stimmt, Akrobatik, ja. Aber das Item so von dem noch nicht gesehen, ne? Von dem Delucha? Nee, aber das sind die Electro-Seas. Also das ist eigentlich dir ganz, ganz sicher, weil du die immer auf dem spielst. Aber er kriegt... Ja, nicht immer, ne? Also, gut, der ist jetzt tot. Kill geht raus, dann Hut's. Hat auch alle drei Sleep-Turns bekommen, ne? Das ist also halt schon krass, ja. Bislang nicht der glücklichste Kampf für... Also, ja, die Hex sprechen momentan für Philipp auf jeden Fall. Ja, die Philipp... Ja, die Hex, die gönnen ihm. Wie steht's jetzt gerade? 2 zu 1? Ich glaube, Alex hat den Überblick. 3 zu 1. Ah, okay. Ditto kommt rein. Ditto kommt rein, geil. Oh, da cool. Ist und noch 3 Minuten. Play. Gut. Ist jetzt interessant. Ja, aber das ist halt richtig. Also er muss jetzt in Heat schon reingehen, weil da einfach sein das Pilz-Ding nichts gegen macht für Sasa. Ja. Nur gespannt, ob er das predicted und einfach Pilzspore drückt. Ich denke, er drückt einfach so Pilzspore. Einfach gegen alles, was reinkommt. Ja. Gegen Mutsasa hätte das ja nichts gemacht, ne? Nee, er geht auf Matschspore. Okay. Scheiße. Dann war's das auch mit Ditto. Ja, sieht schlecht aus. Ja, Philipp überlegt gar nicht lange. Aber bleibt er jetzt Ditto oder kann er sich gleich nochmal wandeln? Der wird zurück zu Ditto, genau. Also er kann sich gleich nochmal wandeln? Ja, exakt. Lava. Oh, er misst den Lavasturm. Oh, das ist eklig. Kenne ich. Fühl ich, Bruder. Man muss natürlich sagen, er hatte bis jetzt auch die Hex bei sich. Also, naja. Ja, und er hat jetzt auch, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit. Er führt gerade, sind noch 3 Minuten. Ah, noch 2 Minuten. Lavasturm ist relativ halt auch eine Attacke, die du nicht spielen willst, so, ne? Relativ entspannt. Ist das ein Schutzschild? Einfach bei 75% tut schon weh, wie oft das daneben geht wahrscheinlich. Ah, Schutzschild, ja, okay. Ja. Packt das Doll-Game jetzt hier aus. Er will den sicheren Sieg. Oh, der Predict vom Aquana. Komm, drück nochmal Schutzschild. Macht er nicht. Erdkräfte, er macht den sicheren Play. Bleibt Ballsy drin, aber es macht keinen Schaden. Aquana ist ja auch sehr defensiv. Aber gut, das sieht was macht auch echt wenig Schaden, ne? Ja, es macht keine 50%, ne? Und die Zeit läuft einfach gegen ihn. Der Timer. Das sieht nicht gut aus. Ken jetzt halt einfach ganz easy auf Schutzschild drücken. Es deutet jetzt einfach die Zeit aus. Oh Mann. Ist es dann unentschieden oder gewinnt Philipp? Gewinnt. Philipp gewinnt, okay. Klar. Der hat ja mehr gekillt. Warum soll es denn jetzt unentschieden sein? Taktik. Ja, mega unangenehm. Man sollte Schutzschütze verbieten bei dem jetzt kleinen Timer, sag ich mal. Ja, auch bei dem Freefall sollte man das einfach verbieten. Ja, macht jetzt nichts. Jetzt kann er eigentlich auch wieder einfach auf Pilzspore gehen, weil das ja... Aber darf man nicht nur eins einschlafen lassen, oder? Eins heißt das eins gleichzeitig? Oh, okay. Ist natürlich krass. Abgesehen davon, dass es sowieso jetzt zu Ende ist. Ja, klar. Jetzt nächste Woche packt der Gegner 6 Mal glaube ich bei Hyperen auf mit Pokémon, aber geht ja nicht wegen der Claws, ne? Okay, das war's mit dem Kampf, oder? Philipp gewinnt 3 zu 1. Ja, GG an beide. GG.
GG auf jeden Fall. Das war doch ganz nett anzusehen. Ja. Guten Tag. Das ist auch Hello. Doch... Achso, man ist noch nicht gekommen. Dann bin ich wieder raus. Ist vorbei. Ja, ist vorbei. Er weiß doch, dass es vorbei ist, oder nicht? Ich glaube, ja. Er hat doch selber mitgespielt. Steht ja auch null bis Kampfende. Ich sage einfach schon mal Tschüss an Twitch. Wir sehen uns gleich zu meinem eigenen Kampf.